Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute gibt es den siebten Teil meiner Reihe der Flotte Dreier, in der ich dir drei günstige und praktische Ausrüstungsgegenstände in einem kurzen Video vorstelle. Viel Spaß mit dem Video. Schon der sechste Flotte Dreier, wie die Zeit vergeht. Ich würde mich über einen Kommentar von dir freuen, was du denn noch so für günstige Ausrüstung kennst. Bestimmt fällt dir etwas ein. Falls dich etwas von der Ausrüstung, die ich hier vorstelle, interessiert, schau in die Beschreibung dieses Videos und in den Kommentarbereich. Dort findest du dann weitere Infos. Der erste Ausrüstungsgegenstand ist eine praktische Spielerei, ein Schlüsselanhängerfeuerzeug. Nach demselben Prinzip wie mit einem Feuerstahl zündet man hier die am Kopf mit Benzin getränkte Watte an. Der Stab ist oben eingeschraubt und hat einen Dichtungsring. Am Stab selbst ist der Schaber befestigt und die Watte, die sich bei der Lagerung im Innenraum mit Benzin vollsaugt. Zum Anmachen einfach den Schaber am außen angebrachten Feuerstahl reiben. Von der Funktionsweise her wie ein Zippo. Funken zünden mit Brennstoff getränkten Docht an. Funktioniert, ist witzig und praktisch sowie günstig. Mit ungefähr 20 Gramm ist das Gewicht absolut zu vernachlässigen, solange man sich nicht im Ultraleitbereich bewegt. Toll finde ich, dass man immer alles gleich dabei hat und es in kleiner Form daherkommt. Somit auf jeden Fall etwas für den Schlüsselbund und oder das EDC-Pack oder gar für das Survival-Notkit. Vorsicht, darauf achten, das Behältnis nicht zu kippen, sobald man den Stab aus der Dichtung geschraubt hat. Ja, ich habe es geschafft, meine Hand mit Benzin zu übergießen, weil ich daran halt einfach nicht gedacht habe. Sehr praktischer kleiner Helfer, den ich gerne dabei habe. Dieses Gadget gibt es in verschiedenen Variationen und auch Preislagen. Die günstigste für 2,67 € habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Als zweites die Mannesmann Taschenfederwaage bis 25 Kilo. Ich überprüfe gern das Gewicht meines Rucksacks und wollte dafür nicht Unmengen an Geld ausgeben. Diese knapp 5 € kostende Waage arbeitet nicht auf Mikrogramm genau, kann dir aber sagen, wie viel dein Rucksack ungefähr wiegt, bis auf 500er Gramm stellen. Mit etwas Schätzen und Augenmaß kann man natürlich auch noch das Gewicht dazwischen schätzen. Einfach oben am Ring festhalten und dann unten das Gewicht auf den Haken hängen. Schon wird dir auf mechanische Weise das Gewicht deines Rucksacks angezeigt. Keine Batterie und kein Schnickschnack. Die Waage selbst wiegt nur 200 Gramm und ist leicht verstaut. Für 5 € bin ich vollauf zufrieden. Als drittes ein wirklich kleines Pocket Knife. Vorweg, leider gibt es dieses wohl nur in China bei Gearbest. Das heißt, wenn du es dort bestellst, dauert es knapp 3 Wochen, bis es bei dir ankommt. Dafür kostet es aber halt auch nur 2,60 €. Das Messer wiegt 33 Gramm und ist eingeklappt 6,5 cm lang und ausgeklappt 11,5 cm lang. Somit ist es § 42a konform und dürfte getragen werden, wenn es nicht diese absurde Regel geben würde, dass sobald ein Messer einhändig geöffnet werden kann, darf man es nicht mehr draußen führen. Einzige Ausnahme, man hat einen triftigen Grund dafür, ein einhändig öffnenbares Messer zu führen, den hat aber kaum einer von uns. Ich verwende das Messer gerne zu Hause, um Pakete zu öffnen, Kleinigkeiten zu schneiden oder einfach mit dem Framelock zu spielen. Es ist ausreichend scharf, um damit auch etwas zu schnitzen. Außerdem finde ich es auch einfach optisch ansprechend und es hat eine gute Handlage. Das war der siebte Flotte Dreier. Ich hoffe, du konntest mit meinen Ausrüstungstipps was anfangen. Lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine folgenden Videos. Und wir sehen uns dann beim nächsten. Bis dahin. Tschüss, tschüss.